wieder ein bisschen mehr Bayern und Dortmund. Wieder wie Dortmund. Ja. 1-2. Nee, Dortmund genau das ganze Spiel. Wenn Sie sich das Spiel gestern angeguckt haben, haben Sie alle Antworten auf alle Fragen, die Sie mir jetzt stellen wollen. Alles, was Sie mögen. Die erste Halbzeit oder sagen wir mal die ersten 40 Minuten, 35 Minuten und dann die zweite Halbzeit. Das ist Borussia Dortmund. Und deshalb wird es schwer auf Dauer. Wird es schwer, wirklich in der Spitze was zu holen. Weil nach den ersten 40 Minuten bist du normal in einem Viertelfinale der Champions League sowas von weg, dass dich aus dem Loch buddelt dich keiner mehr raus. Ja, aber lassen Sie mich noch etwas Sonne zwischen die ganzen Wolken, die jetzt hier aufziehen. Bei der Halbzeit überragend. Also genau, und 1-2 ein Ergebnis. Super, viel besser als die. Und sie hätten das Spiel, das 1-2, das ist ja der Wahnsinn. Also deswegen jetzt nochmal Dortmund. Das Ergebnis ist ein Witz aus Dortmunder Sicht. Dortmund war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, hatte mehr Chancen. Normal dürfen die dieses Spiel nicht verlieren. Wenn du die ersten 40 Minuten siehst, liegen sie 0-3, 0-4 hinten und kein Mensch buddelt sie aus dem Loch mehr raus. Aber das ist Borussia Dortmund. So, und das kann man einerseits, wenn man sich die Marmeladenseite nimmt jetzt, kann man sagen, guck mal, wie sie zurückgekommen sind, Charakter, all das, was du lobst. Und dann haben sie auch Fußball gespielt, das war alles prima. Nimm die andere Seite, guck dir die ersten 40 Minuten an. Die Hosen gestrichen voll nach 2 Minuten, erste Zweikämpfe, die haben ja überhaupt nicht mehr zum Atmen. So, und wenn Atletico da die Chancen nutzt, die sie haben, wie gesagt, ist das Spiel und ist diese Runde beendet, ist diese Saison beendet in der Champions League. Aber das ist Borussia Dortmund und darüber werden sie, denke ich, genügend zu reden haben und das tun sie auch permanent. Wenn du das nicht abstellst, bist du keine Spitzenmannschaft. Lassen Sie uns reinhören, was Edin Terzic, der Trainer, zum Spiel zu sagen hatte. Der war natürlich von dieser Anfangsphase auch enttäuscht. Ein Spiel mit sehr vielen gemischten Gefühlen, weil wir extrem schlecht ins Spiel gekommen sind, sehr fehlerhaft gespielt haben, uns sehr nervös gezeigt haben und dann 2 sehr einfache Tore weggegeben haben. Und normalerweise auf diesem Level gegen den Gegner ist Game Over. Aber das haben wir nicht akzeptiert. Das große Ziel war, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Leider ist es uns nicht gelungen, dann am Ende noch den Ausgleich zu erzielen. Aber das Spiel ist offen. Das Spiel, damit meine ich mindestens 180 Minuten, wenn nicht sogar noch 30 Minuten extra in der Verlängerung. Und jetzt haben wir das Ergebnis, das uns alle Türen offen hält. Alle Türen offen, sagt er. Wie weit offen sind Sie denn? Zweite Halbzeit ganz weit offen, erste Halbzeit vergiss es. Borussia Dortmund, das sage ich Ihnen nach dem Spiel. Auf irgendwas zu setzen, da muss man wirklich kranker Zocker sein. Borussia Dortmund, welches Gesicht zeigen Sie? Ja, zu Hause und dann kommt die gelbe Wand. Die haben auch zu Hause schon Zeug runtergespielt, wo ich dachte, was soll das denn jetzt? Diese zweite Halbzeit, hast du gesehen, was läuft? Jule Brandt macht einen Kopfball, der hat in seinem Leben, glaube ich, noch keinen Kopfball gemacht. Das war der beste Kopfball seines Lebens. Genau in den Torwinkel, wenn der noch reingeht, dann hast du eine Märchengeschichte. Also, ohne jetzt große Emotionen, ganz ruhig, so wie sie die ersten 40 Minuten gespielt haben, haben sie nicht den Hauch einer Chance, weil Atletico verändert nicht viel. Ob sie draußen spielen oder zu Hause, das ist eher immer der gleiche Wahnsinn. Wenn sie nur halbwegs so spielen wie in der zweiten Halbzeit, haben sie beste Chancen, weiterzukommen. Ein sehr positiver Aspekt dieses Spiels und einer der Gründe dafür, dass diese Tür jetzt offen ist für Dortmund, ist Sebastian Aller. Er hat ja eine sehr schwierige Saison, wurde eingewechselt gestern in Madrid und hat dann getroffen. Und das hat natürlich Terzic ganz besonders gefreut. Wir freuen uns, dass Sepp Haller jetzt wieder gesund ist und bei uns ist. Er hat jetzt in der Länderspielpause wirklich die Zeit genutzt, um wieder viel Mannschaftstraining zu haben. Und er sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe das ja schon letzte Woche gesagt, dass wir es ein bisschen bedauert haben, dass er diese Euphorie durch den Afrika-Cup nicht sofort bei uns reinbringen konnte, sondern wir mussten uns da ein bisschen gedulden. Aber es wirkt im Training schon viel harmonischer im Zusammenspiel mit den anderen Jungs. Und er hat sich die Chance dann halt heute auch verdient, dann recht früh eingewechselt zu werden. Und er hat sie genutzt, indem er immer wieder anspielbar war, indem er sich gewehrt hat gegen die Härte, die Atletico in dem Bereich
ins Spiel bekommt und dann natürlich ein extrem wichtiges Tor für uns und natürlich auch dann für ihn erzielt. Ja, Allaire beim BVB, sehr wenig Einsatzzeit, dann aber auch dieses Highlight mit dem Sieg beim Afrika-Cup in dem entscheidenden Tor im Finale. Viel verletzt aber auch bei Dortmund und alles natürlich auch vor dem Hintergrund dieser überstandenen, Gott sei Dank überstandenen Krebserkrankung. Wie sehr haben Sie ihm das gestern gegönnt? Wie jeder normal denkende Mensch, weil er geht durch Tiefen und dann denkst du, jetzt haben wir es und er hat es dann und wird belohnt für die Geduld und für das, was er da erleiden musste. Und dann gibt es den nächsten Rückschlag und dann versucht man es trotzdem, dann kommt er auf den Platz und du denkst, oh nee, das kann man eigentlich gar nicht machen, der ist noch lange nicht wieder so weit. So, und gestern, war der in einem Fernsehinterview und da hat er gesagt, wie das Tor, kann ich Ihnen gar nicht erklären. Ich weiß gar nicht, wie ich dann den Ball hatte, ich habe mich zweimal um mich selber gedreht gehabt, ich wusste gar nicht richtig, wo ich bin. Aber wo das Tor ist, das wusste er. Und das sind so Dinge, so was Instinktives. Und da glaube ich gestern, also nochmal, lassen Sie uns die Daumen drücken für ihn, nur als Mensch und als Fußballer, dass da jetzt eine Zeit vorbei ist. Er wird nicht in jedem Spiel entscheidende Tore schießen, aber dass eine Zeit in seinem Leben jetzt glücklich überstanden ist. Sie werden mir wahrscheinlich jetzt gleich sagen, bitte, lieber Kollege, Füße stillhalten. Aber wenn ich Terzic höre, er sieht wieder gut aus, er ist fit, jetzt hat er getroffen. Und gleichzeitig sehen wir Füllkrug, der da gerade so ein bisschen nach seiner Form, nach den Toren sucht. Halten Sie es für möglich, dass wir da bald auch eine Ablösung haben beim BVB erstmal im Sturm? Böses Wort, Ablösung. Aber das sind zwei Spieler, die Neuner sind. Und du kannst sie mit beiden, wenn sie nicht spielen. Also ja, natürlich derjenige, der jetzt Tore verspricht. Und das, wenn Allaire, da kommt nicht nur gestern war eine halbe Stunde, glaube ich. Halbe Stunde, 35 Minuten. Das Training kommt, ist ja genauso ähnlich wichtig. Und da sieht ihn ein Trainer die ganze Woche. Und wenn er wettbewerbsfähig ist, nur darum geht's, ist er fähig, von Anfang an Fußball zu spielen, jetzt schon. Ist er in der Form, ist er körperlich so weit, ist er im Kopf so weit? Und da, wenn das der Fall ist, dann ist er im Moment, hat er möglicherweise schon die Nase vorn vor Füllkrug. Der hat, bei dem ging alles linear, so viele Wochen, Monate so und dann bis zu einer Weltmeisterschaft und danach Dortmund und alles. Und jetzt im Moment ist so eine Dürrephase. Aber das sind Neuner. Und wenn du zwei Neuner hast, der eine trifft, der andere nicht, dann spielt der eine. Es war ein sehr emotionales Spiel gestern. Das hat man auf dem Platz gespürt, gerade bei den Atletico-Spielern. Aber man saß auch daneben, Herr Reif. Es gab diese Szene zwischen Simeone und Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. Kleine Meinungsverschiedenheit. Simeone in seinem Element, aber auch Kehl wich da nicht zurück. Was würden Sie machen, wenn der Simeone so auf Sie zustürmt? Ja, die Gewichtsklasse. Ich habe dem noch nicht gegenüber gestanden, aber ich weiß, ich beobachte den ja seit Jahrzehnten. Ich halte ihn ja für einen Wahnsinnigen. Aber der Dinge kann und eine Mannschaft, den Club, der ist Atletico, der einen Club repräsentiert, der für einen Club alles gibt, der Club gibt aber alles ihm. Der ist seit 2011, glaube ich, so heißt es im Deutschen, ist er dort Trainer. In keiner anderen großen Liga gibt es einen, der auch nur annähernd, das ist ja rehagelhafte Zeitspanne, der diesen Club, der immer so ein bisschen hinter Barcelona und Real hinterherhechelt und in der Regel nicht an denen vorbeikommt, der die immer noch im Takt hält, der dieses Metropolitano, dieses Stadion jedes Mal wieder zum Kochen bringt. Und sie haben eine Saison, die verlieren gegen den Tabellenletzten, verlieren sie mal, und dann, weil sie Champions League. Das ist das, was sie vor der Nase haben. Deswegen nochmal, das Rückspiel wird ein heißes Tänzchen. Und dass sich Atletico ins Hemdchen macht vor der gelben Wand, darauf würde ich jetzt nicht groß bauen. Zurück zu Simeone. Also wenn er das mit mir machen würde, ich wäre vorher schon möglicherweise gar nicht dahin gegangen, weil ich mir ausrechnen kann, dass ich da zweiter Sieger werde. Bewundernswert, dass
Kehl das macht, dass er da hingeht, wobei er war schon da. Also Simeone hat gesagt, du hast hier nichts verloren, das ist mein Stadion, meine Wohnzimmer und du machst dich hier sofort vom Acker. Das tat aber Kehl nicht. Aber was dann auch noch bewundernswert ist, der hat ihn angefasst. Simeone hat zweimal geschubst. Was nicht geht, ist normalerweise muss das Gelb geben vom Schiedsrichter. Ja? So. Aber möglicherweise ist die Lobby gegen die Deutschen, so, weiß ich nicht. Er hat ihn zweimal geschubst und Kehl hat den Kopf vorne gelassen. Jetzt mal richtig Körpersprachen. Ja, hat das so gemacht, hat aber die Hände weggelassen. Ich hatte die Befürchtung, und ich kann mir den einen oder anderen deutschen Vereinsvertreter vorstellen, der mit Simeone, Steffen Baumgart und sowas. Das würde ich gerne mal sehen, was dann da draußen passiert. Ich glaube, das Spiel wird unterbrochen und die Mannschaften werden in die Kabine geschickt und die kommen erst wieder, wenn die zwei fertig sind. Also es ist am Ende dann alles okay. Kehl hat das prima wegmoderiert nach dem Spiel. Das gehört Emotionen, alles gut. So ganz 100% nur lustig ist es nicht. Das kann nicht sein, dass ein Trainer einen Kehl da rumschubst. Wenn wir das mal zulassen, dann geht das auch mal schief und dann gibt es hässliche Szenen. Auf ein Duell Atletico-HSV müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten. Aber wäre schön, wenn es irgendwann kommt und wenn dann auch noch Baumgart und Simeone im Amt sind. Bei Simeone, da wette ich darauf, ja. Bei Baumgart muss man mal abwarten. Ja. Wir wollen natürlich trotzdem noch mal hören, Kehl wurde natürlich auf diese Konfrontation auch angesprochen nach dem Spiel. Alle reden über eine Szene nach dem Spiel, Sie gegen Diego Simeone in der 58. Minute. Was hat Sie da so auf die Palme gebracht? Ich glaube, wir sollten nicht über die Szene regeln, wir sollten über das reden, was auf dem Platz stattgefunden ist. Und da haben wir in der zweiten Halbzeit vor allem ein sehr gutes Spiel gemacht. In der Situation, kamen Emotionen mal zusammen. Es ging darum, heute gegenzuhalten, das war in der Situation, aber mehr war es auch nicht. Aber was genau war denn da los? Lag das daran, dass Emre Can auf dem Boden war, dass die Mannschaft nicht weitergespielt hat? Es ging um eine Szene auf dem Platz, das weiß er und das weiß ich und dann war es auch erledigt. Also keine Kampfspuren bei Kehl, er moderiert das sehr gut weg. Ganz gelassen ja, weg. Mehr ist auch nicht. Eine Frage noch zur Abwehr gestern, die natürlich alles andere als geglänzt hat. Und wie gesagt, wir haben diese EM im Sommer. Hummels und Schlotterbeck, das war keine Bewerbung. Gestern nicht, nein. Aber diese ersten 20 Minuten, also auch das erste Tor, Gregor Kobel, der wirklich für mich einer der besten Torhüter der Welt ist zurzeit, auf die Idee kommen, dieses spielerisch Auflösen von hinten oder wie immer das heute heißt, aber die heißen doch immer noch Torhüter, oder nicht? Es geht immer doch noch darum, Tore zu vermeiden. Dieses war eine Einladung auf einem Silbertablett. Du siehst, dass du gepresst wirst, und die wurden mehr als gepresst, die wurden fast erstickt. Du siehst, wie diese rot-weißen Trikots, die sind ja nicht zu übersehen, auf dich zukommen. Und dann kommst du auf die Idee, den Ball so in die Mitte zu spielen und der Maaßen spielt den dann nochmal so und irre. Und danach, das ist also ein Tor, das du auf dem Niveau kannst du so etwas, solltest du, sagen wir so, kannst du. Aber solltest du nicht kriegen, weil sonst gehen gerade die Dinge in eine Schieflage. Ein paar Minuten später ein Einwurf, ein läppischer Einwurf. Und Schlotterbeck und Hummels, weiß ich nicht, was sie davor hatten miteinander. Also zwei, die sich kennen, die beide Innenverteidiger sind, funktioniert eine Absprache nicht. Das war die Spitze des Eisbergs und die hätte sie vieles kosten können, aber das hatten wir schon. Auch beim BVB, Herr Reif, würde ich gerne noch mit Ihnen über den Kader der Zukunft sprechen oder über zumindest mögliche Veränderungen im Sommer. Wenn wir über Füllkrug und Allaire reden, dann merken wir reden vor allem über einen nicht. Und das ist Moukoko, weil der eben keine Spielzeit bekommt. Woanders hätte er sie wahrscheinlich, zum Beispiel beim HSV. Und da hatte Steffen Baumgart wirklich einen sehr offensiven Auftritt hier bei Bild Sport bei Welt TV. Also geben Sie mir die Telefonnummer, geben Sie mir die Möglichkeit, ihn herzuholen, dann ich hole ihn persönlich ab. Erstens habe ich nicht nur Kontakt mit ihm gehabt. Ja, glauben Sie mir, die Telefonnummer kriege ich relativ schnell hin. Aber wenn da eine Möglichkeit besteht, glauben Sie mir, würde ich es sehr gerne machen. Die Frage ist halt, ob er sich das zutraut und das auch will. Also, dass ich über ihn nachgedacht habe, das ist kein Geheimnis. Und dass ich über ihn jedes Jahr nachdenke, kann ich Ihnen dementsprechend sagen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, da ins Gespräch zu gehen, würden wir und ich das sehr gerne machen. Fast schon eine öffentliche Liebeserklärung. Ja, aber er äußert sich, andere äußern sich nicht. Die haben ähnliche Gedanken. Und ich bin da erstmal beim Spieler selber. Und ich finde es immer
furchtbar. Ich finde es schlimm, wenn Jungs in dem Alter nicht kicken. Da werde ich verrückt. Und wenn es hier nicht geht, musst du ihn eigentlich ausleihen. Und er kriegt dieses Dortmund im Moment noch nicht hin. Und es würde mit dem Teufel zugehen, wenn sie das nicht jetzt im Sommer regeln mit einer Ausleihe. Ob er zweite Liga spielen will, das muss er, und das mit der HSV, ach du lieber Gott, lassen wir uns das Thema hinter, möglicherweise zweite Liga, mit dem HSV noch nicht alles absprechen. Ob er das möchte, das ist dann auch schon andere Art Fußball, oder ob es andere Möglichkeiten gibt, jedenfalls, das lass andere entscheiden. Aber dass der Junge spielen muss, dass ein Junge in dem Alter kicken muss und nicht auf der Bank sitzen, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Unsere Zeit ist rum, zumindest in diesem Dortmund-Block, Herr Reif. Aber eine Personalie, die interessiert mich jetzt doch noch zu sehr. Den will ich noch mitnehmen, und zwar Süle. Wir haben viel über ihn geredet. Prestigetransfer von Bayern zu Dortmund, Topverdiener, 12 Millionen im Jahr. Sollte eine absolute Säule werden vom BVB. Kriegt der die Kurve nochmal, oder ist das einfach jetzt auch mal vorbei vielleicht dann? Es zieht sich ein bisschen. Es zieht sich. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Fitnesszustand im Moment ist. Also Fitnesszustand meine ich jetzt nicht grundsätzlich, sondern aus einer Verletzung raus, oder hat er noch was? Das kennt das medizinische Bulletin nicht genau. Dass er nicht spielt, ist Antwort genug. Ich glaube nicht, dass irgendjemand was gegen ihn hat, oder dass Terzic sich da irgendwelche persönlichen Aversionen austoben darf. Da würde ihm schon die Clubleitung, glaube ich, noch mal daran erinnern, was Süle gekostet hat und was er monatlich kostet. Wenn es keine Verletzung ist, dann allerdings antworte ich auf Ihre Frage, ja, dann wird es ein bisschen langsam zu viel, zu lange. Dann könnte dieses Kapitel, wie willst du das dann lösen, wenn er sagt, Ihren Vertrag, gib mir Mühe, aber offenbar nicht genug. Er hat mit der EM überhaupt nichts zu tun. Und das war mal einer der Stabilen. Weiß nicht, wo an welcher Abzweigung er vielleicht nicht ganz richtig abgebogen ist. Aber nochmal, nur bemerkenswert ist es, natürlich. Und das bleibt ja nicht verborgen. So, und haben wir gerade über die Leistung der beiden jetzt gestern geredet, Schlotterbeck und Hummels. Wenn Süle gesund ist und jetzt am Samstag nicht spielt, dann reden wir neu drüber.